Mögt ihr Theater und Kunst? Dann seid ihr beim Stadttheater in Münster genau richtig. Hier erwarten euch täglich spannende Veranstaltungen kombiniert mit Musik, Tanz und Gesang. Heute sind wir im Stadttheater zu Gast und schauen uns das Rechercheprojekt Auch Deutsche unter den Opfern von Tujal Mogul an. Einen Einblick hinter den Kulissen werfen und gleich geht es auch schon los. Gespielt wird von Christoph Rienke, Sandra Bezler, Balen Tod. Das Stück thematisiert den NSU-Prozess, den größten Strafprozess in Deutschland seit der Wiedervereinigung. Viele unschuldige Menschen, vorwiegend türkischer Abstammung, wurden in den Jahren 2000 bis 2006 ermordet. Wer waren die Täter und welche Motive hatten sie? Warum ist das Thema immer noch aktuell? Diese Fragen und viele mehr beantwortet das Stück. Anschließend findet ein Publikumsgespräch statt, in dem die Darsteller über Hintergrundinformationen zum Stück erzählen. Der Autor und Regisseur Tujal Mogul hatte schon eine Arbeit hier gemacht, eine Recherchearbeit über Gastarbeiterfamilien in den 70er Jahren. Das Stück hieß Die deutsche Eiche. Danach war schnell klar, dass er eine zweite Arbeit machen wollen würde und sich dem NSU annehmen möchte. Und dafür hat er den Prozess besucht und hat ganz viele Fakten zusammengetragen. Ich glaube, er war 9-mal dort, hat insgesamt 9 Monate gebraucht für die Vorbereitungszeit, hat alle Fakten zusammengetragen. Also alles, was Sie heute Abend gehört haben, sind wirklich Fakten, die so stattgefunden haben. Und dann haben die Schauspieler diesen Faktenwust bekommen quasi und haben dann auf den Proben die Szenen dazu entwickelt und das Stück daraus gemacht. Berlin, Hans-Georg Jakobsen, von Neonazi aus einer Fahrt in S-Bahn geworfen. Berlin, Beate Fischer, von Neonazi vergewaltigt, erwürgt, in eine Mülltonne geworfen. Quedlinburg, Eberhard Hellstedt, von Neonazi... Ich habe ja nur ganz rudimentär von diesem NSU-Prozess gehört. Ich wusste lange überhaupt nicht, dass... Das waren ja mal die Dönermorde. Ich hatte zwar von den Dönermorden gehört, aber hatte ganz lange überhaupt nicht den Connecte gehabt, dass die Dönermorde dann eigentlich die NSU-Morde waren. So, also, weil ich so wenig Nachrichten gucke. Ich habe keinen Fernseher und keine Ahnung. Und, ach krass, und dieser Komplex, wie dann Stück für Stück die Dinge, also deshalb ist diese Arbeit ja, denke ich, auch mal so wichtig und so schön, dass eben so viele Leute herkommen. Falls ihr interessiert seid, könnt ihr euch das Stück in diesem Frühling noch anschauen.